So, lang, lang ist es her. Doch, ich melde mich auch mal wieder zurück. Und noch viel länger ist es her, dass wir Surviving Mars gespielt haben. Ja, wir werden uns heute, wenn auch nicht allzu lang wahrscheinlich, ich habe nachher dann doch noch was vor, ein bisschen mal wieder in unsere Kolonie reinfuchsen. Ich muss mal eben gucken, ob der Bot und das alles funktioniert. Das habe ich natürlich jetzt nicht ausprobiert vorher, wäre ja auch langweilig gewesen. Ja, perfekt, der Bot funktioniert. Genau. Wir gucken heute uns nochmal seit langem mal wieder die Kolonie an, die wir auf dem Mars damals gegründet haben und ja, mal gucken. Vielleicht wird das der vorerst letzte Surviving Mars Stream. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber denke mal, vielleicht wird es Zeit für ein neues Projekt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht lege ich heute auch ein Ende fest und sage dann, okay, wenn wir das und das erreicht haben, ist Ende. Es kann aber auch durchaus passieren, dass ich sozusagen heute nach diesem Stream sage, okay, das ist erstmal zu Ende, wenn dann fangen wir eine neue Kolonie an oder machen anderweitig, ja, letzten Endes in Surviving Mars weiter. Das werden wir dann gucken. Ja, ihr hört jetzt auch das Spiel schon. Wir haben, ich kann gar nicht so viel sagen, was wir gemacht haben wie sonst. Weil wir haben damals ja die Kolonie gegründet, das weiß ich noch. Aber ich kann gar nicht so genau sagen, was wir da jetzt gemacht haben, wo wir stehen geblieben sind, wo es weitergeht. Deswegen würde ich einfach mal jetzt zur Livestream wechseln, da müsste das Spiel schon sein. Und mit euch einfach mal in den letzten Speicherstand reingehen. Das ist, glaube ich, dieser hier, ne? 168. Ja. Oder gucken wir uns. Ja, ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal hier rein. Gucken mal, was passiert. Wir werden es sehen. Vielleicht geht die Kolonie auch einfach unter, weil ich keine Ahnung mehr von dem Spiel habe. Kann alles passieren. Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal hier auf Pause. Das geht mir alles sonst zu schnell. Ich sehe nicht funktionierende Gebäude. Das ist schon mal nicht so gut. Kuppeln ohne Lebenserhaltung ist jetzt auch nicht so toll. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wo sie denn hungern. Hier haben sie Hunger. Hier ist auch ein Nahrungslager. Das heißt, wir gucken mal, dass wir da. Wie bewegt man sich denn nochmal? Okay, gut. Das kann sehr lustig werden heute. Das heißt, ich gucke mal, ob ich das. Ach, so geht's auch, okay. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier diese Sachen hier wegbekommen. Ne? Welche Kuppel hat denn keine Lebenserhaltung und warum nicht? Was fehlt denn hier? Weil hier alles kaputt ist. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Ich würde sagen, dann machen wir mal hier die Kuppel eine hohe Priorität. Hier hat man nicht genug Sauerstoff. Nicht genug Sauerstoff ist schlecht, das heißt, der hier muss repariert werden. Okay, dann machen wir den auf hohe Priorität. Der ist, ach Gott. Was ist das hier? Metalldepot. Guck mal, da sind doch schon die zwei Sachen, die er braucht. Da muss aber wahrscheinlich, müssen da Drohnen hin. Hier sind aber keine Drohnen, das heißt. Wo ist denn mein Kommandeure? Bist du ein Kommandeur? Ja, du hast aber keine Drohnen. Ach, hier unten habe ich ja auch noch diese Schnellleiste. Genau, warte mal, das bist du. Dann bist du auch einer, ne?
Dann fährst du bitte mal nach hier unten hin, damit das hier auch repariert wird. Damit das passt. Hier fehlen einfach nur die Drohnen. Das ist alles aber kein Problem. Was funktioniert denn alles hier? Ach, hier unten funktioniert viel nicht. Ja gut, okay, das ist ja... Ist halt blöd, aber es ist halt so, ne? Da sind wir noch ein bisschen Beton. Das soll nicht das Problem sein. Dann habe ich gesehen, okay, ich baue noch neue Drohnenzentren. Und ich habe gesehen, dass die Drohnenlast niedrig ist. Das ist natürlich schlecht. Auch für das, was Bewohner angeht. Welche Kuppel ist denn noch ohne Lebenserhaltung? Das ist diese hier, die hat aber keinen Strom. Warum ist sie nicht am Strom? Warum hat die keinen Strom? Wie komme ich nochmal ins Baumenü rein? Oh Gott, er. Ah, so, genau. Ich möchte einen Stromgenerator bauen, der nicht ganz so teuer ist, aber hier unten das so erweitert, dass diese Kuppel Strom bekommt. Genug. Ich schätze mal, das sollte erstmal hoffentlich reichen. Und wenn nicht, haben wir ein Problem. Gut. Dann, was haben wir für Bewerber? Huch. Okay. Bewerber haben wir auf jeden Fall genug. Mit denen können wir also arbeiten. Ich würde sagen, wir nehmen auch direkt so eine Mischung aus allen. Einmal direkt. Mediziner sind immer gut. Müssen wir mal eben hier ein bisschen gucken. Ich habe ja hier die Wahl, dass wir hier so ein paar Leute wieder auf den Mars bekommen. Hey, hey, Lucy. Ja, lang nichts gehört. Lang, lang ist her, habe ich eben schon gesagt, ja. Lang, lang ist her. Und ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das ist richtig schlimm. Nee, das ist auch blöd, glaube ich. Nee, das ist auch blöd. Den Botaniker brauche ich, glaube ich, gerade nicht so. Ich habe eigentlich Essen. Ich habe keine Ahnung. Die Selbstmord hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. 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 Nee, das ist blöd. Ach ja, ich hatte das Problem, dass ich nur Touris hatte hier in diesem ganzen Gedöns und einfach nie wirklich weitergekommen bin mit dem, was ich mache, egal was ich tue. Ich erinnere mich daran. Ich nehme erstmal alle, die arbeiten wollen. Ist mir jetzt egal, was die für Eigenschaften haben. Irgendwie muss ich es ja tun, ne? Ja, ich habe mich für den Mars entschieden, ja. Weil ich habe gedacht, das Projekt muss ja auch irgendwie mal weitergehen. Vielleicht sogar zu Ende gehen. Ich weiß es ja nicht so genau. Aber es ist ja an sich schon auch sinnvoll. Unglaublich, dass das echt der chronisch Kranke echt den Platz noch bekommt. Aber es ist ja nur sinnvoll, wenn ich jetzt hier mal das ein bisschen weitermache. Ob das jetzt sinnvoll oder nicht, das ist dann wieder was anderes. Aber mal gucken. Ich muss gestehen, falls die Kolonie nicht im Berg abgeht, weil ich jetzt gerade keine Ahnung habe, was ich hier genau tue, würde ich Tatsache ganz gerne sagen, dass ich das so lange mache hier, bis äh,
das erste Wunder fertig ist, also bis der Turm fertig ist. Ich denke mal, das wäre, glaube ich, ganz okay. Ja, Geld brauche ich jetzt eigentlich schon, aber das ist zu teuer. Ich bin verwirrt. Heißt das, dass ich 100 davon brauche jeweils, oder heißt das, dass ich einfach nur hier, dass ich das alles bekomme? Ah, ich habe doch keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ah. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal auf Pause gemacht, um mich hier so ein bisschen wieder zu orientieren, damit ich weiß, was ich wohin machen kann. Was ich brauche. Ich hätte gerne eine Frachtrakete noch. Zwar hätte ich gerne noch ein paar Drohnen. Dann hätte ich gerne noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und ein bisschen davon. Ach so, ja, ich hatte mir damals ja, ach, jetzt erinnere ich mich, ja, nee, das mache ich nicht. Mein Ziel von denen, dass hier oben die 10 stehen bleibt, habe ich mir die jetzt bestellt, die Rakete? Das wollte ich nicht. Nein, gut, habe ich nicht. Das Ziel, dass da die 10 stehen muss, passt schon. Ach, du bist noch nicht ganz daheim, ja, alles gut. Jetzt nochmal kurz, alles klar, bis in 15 Minuten. Ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf Play. Wir machen das heute mal ein bisschen langsamer nochmal. Ich weiß, wir hatten das letzte Mal ja gesagt, wir können das alles ein bisschen schneller handhaben, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, wenn ich jetzt gerade sowieso nicht so die Ahnung habe, was ich hier tue. Ja, und deswegen bleiben wir mal heute bei einer etwas langsameren Geschwindigkeit. Und ich möchte heute mal gucken, dass ich verstärkt auf die, nicht auf die Expansion gehe, sondern mich mal um die Leute kümmern, die in meiner Kolonie sind. Das ist, glaube ich, auch so voll, ne? Kann man hier nicht sammeln mehr? Enttäuschend. Ach, okay, gut, doch, da. Wie viel ist denn das? 13, ja gut, okay, das müsste eigentlich auf den drauf passen. Gut. Dann wollen wir doch mal gucken. Sind irgendwelche Bewerber in Raketen, die hier festhängen? Ist überhaupt eine Rakete hier? Ach ja, hier unten. Ist hier irgendwas, was du brauchst? Nö, eigentlich nicht, ne? Nee. Wie gesagt, da kommen jetzt aber der Kommandeur runter. Der macht das schon. Was macht ihr hier? Das sind meine Drohnen. Das ist gut. Wo ist denn die Fabrik hin? War die nicht da oben? Ist die jetzt hier unten? Die ist bestimmt auch hier unten hingegangen, oder? Kein Strom ist schlecht. Macht ihr das mal bitte auf Priorisierung, sodass ich auf jeden Fall mehr Strom habe. Leute, wir brauchen hier Strom. Ist egal, ihr müsst Strom produzieren. Ohne Strom wird das Leben schwierig, ich sag's euch. Auch wenn ihr es nicht hören wollt, es wird schwierig. Also ohne Strom. Genau wie ohne Drohnen. Habe ich noch einen dritten Kommandeur irgendwo? Nee, ne? Ich habe hier nur zwei, nur die beiden, ne? Das ist irgendwie blöd. Das ist natürlich blöd und auch nicht so geplant gewesen. Naja, gut, okay. Ich will nicht sagen, ich hätte was geplant. Ich hatte damals einen Plan. Damals. Jetzt nicht mehr. Oh, wenn der fertig ist, das wäre auch gut.
Weil dann habe ich nämlich mehr Drohnen, die schneller von A nach B fliegen. Also machen wir hier auch mal ruhig, dass da das letzte Ding hinkommt. Das wäre nicht unwichtig. Und ich möchte das Lager. Was? Hä? Ach, ist das nicht in Beton? Nee, in Metall ist das. Ach so, okay, gut. Bauen wir mal eben hier schnell noch so einen Depot hin für Beton. Mal interessant, dass hier natürlich keins ist, sondern nur bei dem anderen. So. Dann wollen wir nämlich, dass hier ein bisschen Beton mehr abgetragen wird. Schätze ich, ist nämlich sehr sinnvoll, wenn man davon auch die Lager mal füllt. Gut. Was brauchen meine Kolonisten denn noch? Wer hat den Hunger? Hier, ja, ihr habt Hunger, ne? Ich weiß. Aber warte mal. Stopp. Du bist gerade am Fahren. Wo ist mein anderer Transporter? Das ist Safari, Safari. Ach, Kunde, Transporter. Oh, ich hab's befürchtet. Warum bist du denn dahin? Ja. Bist du da? Bist du die Aufhörung? Das ist natürlich doof. Du nicht. Du bist auch gerade nur mit Polymeren beladen ein bisschen. Dann nimm doch bitte mal von hier Nahrung mit. Damit wir die Leute da auch versorgen können mit Essen. So. Ist das Gebäude hier inzwischen fertig? Natürlich nicht. Gut. Warum hat mich diese Kuppel nicht schon platziert? Das ist auch total dumm gewesen. Aber naja, gut, okay. Wir machen langsam jetzt hier die Fortschritte. Das wird alles ein bisschen dauern, das ist mir bewusst. Und das ist mir egal, weil es passt schon. Wir machen jetzt hier ganz in Ruhe alles fertig. So. Und jetzt bringst du die Nahrung einmal nach dahin, bitte. Dankeschön. Gut. Was wollte ich dann noch machen? Wir wollten uns um die Kolonisten kümmern, gell? Was ist hier los? Ja, das ist natürlich, sollte auch Priorität haben. Wir brauchen Strom. Denn nur mit Strom wird das Ganze hier gut gehen. Ich bin mal gespannt, wie das hier unten wird, weil hier unten ist ja auch irgendwie sowieso allgemein so ein bisschen problematisch hier. Die Kuppel. Wurde vielleicht ein bisschen früh angesetzt, die dorthin zu bauen, aber das ist okay. Ja, Ernteausfall ist nicht so schlimm, würde ich behaupten. Damit komme ich auf jeden Fall klar. Womit ich nicht klarkomme, ist, wenn es meinen Leuten nicht gut geht. Also muss ich immer hier ein bisschen gucken, dass meine Leute im Moment eher zufrieden sind und hier nicht verhungern oder so. Das ist ja, wäre ja blöd. So, ich muss jetzt hier noch einmal ganz kurz auf Pause machen, weil ich muss mal nämlich eben hier. Jetzt ist Tatsache die Sonne rausgekommen und jetzt sehe ich den linken Bildschirmband nicht mehr. Also ich bin mal ganz kurz AFK, mache hier einmal ein bisschen dunkler.